Hallo, liebe Steinböcker, herzlich willkommen zu eurer Monatslegung für Mai 2022. Ja, schön, dass ihr wieder mit hineinschaut und es gibt eine kleine Änderung. Von daher bleibt auch hier jetzt an der Stelle noch ein wenig dran, denn wir wollen dieses Mal auf den Steinbock schauen, auf das Sternzeichen, mittels der drei Dekaden, in die man den Steinbock das Sternzeichen Steinbock noch einteilen kann, so wie jedes andere Sternzeichen auch. Ja, und jede Dekade hat so ein bisschen was für sich. Die Steinböcke der ersten Dekade, das sind so die reinen Steinböcke, wie man sagt. Ja, die haben die Eigenschaften des Steinbocks ja so in Reinform. Die der zweiten Dekade, da mischen sich dann so ja Attribute von dem nachfolgenden Sternzeichen, also dem Stier, mit ein und bei der dritten Dekade vom Sternzeichen Jungfrau. Ich gehe gar nicht so intensiv jetzt hier oder detailliert weiter darauf ein. Wir werden dann in den Einzellegungen entsprechend sehen, wie ja, sich das so bemerkbar macht für die drei Dekaden, dass sie eben in so unterschiedlichen Zeiträumen Geburtstag haben. Und wenn ihr in den Randbereichen Geburtstag habt, dann schaut gern vielleicht auch zwei Dekaden an, ja, denn da gibt es dann so Überlappungen, ne? So wie Zeit halt fließend ist, ja, und dann vielleicht auch noch sich ja berührt mit den Nachbarsternzeichen. Ja, schaut da auch immer wieder einmal im Laufe des Monats herein, wie sich etwas schon entwickelt hat. Und wenn euch das noch genauer interessiert, es gibt zu jeder Dekade eine kleine Fortsetzungslegung. Ansonsten, wenn es euch noch genauer interessiert, dann nehmt natürlich gern die Angebote für persönliche Legungen in Anspruch. Ja, soweit das mal für das allgemeine Einführende. Ja, schaut natürlich, wie er in Resonanz geht. Ja, es kann sicherlich nicht jeden treffen und ich kann nicht alle Situationen aufgreifen. Und es geht auch nicht darum, immer das zu hören zu bekommen, was man gern hören will, sondern das einfach, was die Karten zeigen. Ja, und na, das kann ja eben auch hilfreich sein, selbst wenn hier und da vielleicht nicht so erfreuliches, angenehmes auftaucht, eine Botschaft. Ja, schauen wir mal in die übergeordneten Botschaften. Und die Decks haben diesmal alles etwas mit ja, dem Thema Erde, ja, Schätze der Erde zu tun. Ja, das könnte dir vielleicht auch sehr unterstützend sein als Erdsternzeichen. Schauen wir mal. Ja, hier haben wir aus dem Gaia Oracle Liberation. Breaking free from a negative attachment. Befreiung. Ja, das Ausbrechen, ja, das sich Befreien aus einem negativen Verhältnis, einer negativen Bindung. Und das kann ja verschiedenstes sein. Ja, das kann die Bindung hin zu einem anderen Menschen sein, zu Gewohnheiten, zu Umständen, ja. Möglicherweise, ne, ist das für dich so oder kann sich das für dich im Laufe der Zeit jetzt so entwickeln, dass sich bestimmte Bindungen eben als sehr belastend, einengend, gefangenhaltend entpuppt, ja. Und ja, du das Bedürfnis hast, ne, oder ja, da auch dazu angestoßen wirst und die Energie bekommst, dich da zu befreien, weil du dich ja einfach auch da nicht entfalten kannst, wie es dir entspricht, ja. Natürlich einfach, es beruht ja immer auf Gegenseitigkeit, so ein Stück weit, ne. Es ist immer die Frage, ne, wie stark man sich dann auch selber bindet. Ja, dir wird hier zumindest einfach auch die Energie mitgegeben, ne, dass du bemerkst, ob dir eine Bindung wohltut, ein Zusammenhang oder eben nicht. Und ja, damit einfach so ein Stück weit zu Befreiung auch, Befreiungsschlag, angeregt wird. Ne? Vielleicht sind das auch alte Glaubenssätze, die dich schon lange prägen. Ne? Eben kindliche Prägungen, kindheitliche
durch die Herkunftsfamilie. Das kann verschiedenes sein. Schauen wir mal dann noch genauer eben. Hier haben wir als unterstützende Energie aus dem Crystal Reading Cards zwei Edelsteine bekommen als Hinweis und wir werden nachher noch einige mehr Edelsteinhinweise bekommen. Vielleicht kann dich einen oder auch mehrere Edelsteine davon unterstützen. Ja, vielleicht magst du die dir zulegen oder hast sie gar schon und jetzt in der Zeit einfach auch bewusst benutzen oder na, wenn du merkst, einfach dieser Situation nimmt für dich hier an Brisanz zu. Ne? Hier haben wir einmal den Stibnit und den Aquamarin. Beim Stibnit noch den Hinweis Konflikt und hier beim Aquamarin die Kommunikation. Beide sind durchaus sehr verbunden mit dem Herz- und Kehlchakra. Ja, wir sehen es hier an den Farben mit angezeigt. Ja, diese Mischung entspricht dann immer den jeweiligen Chakren, die damit in Verbindung stehen. Ja, hier ist es auch noch das Kronenchakra, meine ich. Ja, der Stibnit unterstützt vor allem dann, wenn einfach auch Angst vor Konflikten auftritt, ja, überhaupt Ängste, ne, sich auseinanderzusetzen, für sich einzustehen, ja, große Ängstlichkeit vielleicht, ne, im Umgang mit Menschen grundsätzlich besteht, aber eben auch dann für seine Sache einzustehen. Insofern ermutigt er, stärkt die Herzenskraft, ja. Also ne, dich selbst zu stärken, ne, Selbstermächtigung steht hier als Stichwort auch damit in Verbindung. Ja, und dir sozusagen, wunderbar, dass die beiden eigentlich miteinander kommen, hier ja, mit dem Aquamarin wird ja eben auch noch die Kommunikationsfähigkeit gestärkt. Ja? Also das einfach auch zur Sprache zu bringen, ne, was dich belastet, was dich einengt, ja, überhaupt das für dich erstmal auch zu formulieren, wie es dir mit einer bestimmten Situation oder Person geht und dann dementsprechend ne, in die Kommunikation zu gehen. Ja, was haben wir noch aus dem Liebesorakel? Und das kann erstmal nur für dich stehen auch. Ich denke gerade an dich, ich liebe dich. Telepathie. Ungesunde Bindung, ja. Leider sehe ich es diesmal eben so in Richtung der ungesunden Bindung, ne? Oder bekomme ich so rein, ja, dass einen eben schon etwas, ja, geradezu bis in die Träume vielleicht verfolgt und immerzu einfach auch Gedanken an eine bestimmte Situation oder einen bestimmten Menschen auftauchen. Ne? Das muss jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt der Liebespartner sein, aber ja, vielleicht sind es auch sehr Sorgen um ein Kind zum Beispiel oder um die Eltern, ja, um das eigene Leben, das eigene Vorankommen, eine bestimmte Entwicklung, die man gern verfolgen möchte, ja. Möglicherweise ist es genau auch umgekehrt, dass jemand deine Grenzen immer wieder überschreitet, sozusagen, ne? Auch im Telepathischen dann, ja, und immer wieder auch an dich denkt, von dir Energie verlangt oder abzapft, ja, deinen Energieraum sozusagen da auch nicht so recht in Ruhe lässt. Ja, schauen wir mal, wie sich das entpuppt, wie sich das jetzt hier noch genauer darstellt im Einzelnen. Hier habe ich das Crystal Power Tarot. Gibt da eine Energie nochmal hinein. Und dann... Wow. Ja, die wollen schon hier sprechen. Ja, aber nicht so. Bitte nochmal kurz. So, und dann legen wir für jede Dekade einen Impuls.
einen Hauptimpuls und verfeinern den dann mit dem Chakra Wisdom Tarot. Ja, also da tauchen dann die Chakren auch wieder auf. An der Unterseite des Kartendecks für euch alle die Sonne. Ja. Die Sonne mit verbunden mit dem Sonnenstein hier, das kann vielleicht auch etwas Stärkendes sein, eben wieder in Optimismus zu kommen, ja, in Aufleben, in Freiheit, ja, und dem Leitgedanken, I am optimistic, I appreciate all I have. Ja, ich bin optimistisch, ja, und ja, würdige, nutze einfach alles, was ich habe. Und geht damit voran, ja. Genießt das auch. Die Sonne hat eine sehr positive Seite, ja, sehr viel Glück verheißt sie, sehr viel Lebensenergie, eben auch Neuanfang. Vielleicht geht es dahin zum einen eben nach einem Befreiungsschlag auch wirklich wieder in Energie und ja, Optimismus und Vorangehen und wieder aufleben, aufblühen zu kommen, ja. Auf der anderen Seite hat die Sonne eben auch natürlich eine negative Seite und die kann verzehrend sein, ja. Dass dich etwas verzehrt, etwas deine Energie aufzehrt, ja. Wo zu viel Sonne scheint, ja, werden die Pflanzen Entschuldigung, die Pflanzen, die Erde verbrannt, ja, ausgelaugt, möglicherweise, ne, merkst du das eben auch schon energetisch, ja, schauen wir mal, und ist hier so ein bisschen Neustartenergie eben auch angezeigt, ne, ja, halt Astier natürlich für die erste Dekade, was haben wir hier, ja, hier haben wir schon, ne, 10 der Stäbe, I love and care for myself first. Mit dem Granat. Ja, vielleicht kann der dich auch gut unterstützen. Ja, der ja eben auch so Energiespender ist, Lebensenergie, Unterstützer. 10er Stäbe, ne, bedeutet eben Ballast abwerfen. Zum einen das aussortieren, was einen nicht mehr wohltut, ja, was einen an der Energie zehrt, was einen dem Durchblick nimmt, nicht vorankommen lässt. Da wird etwas zu viel, war vielleicht auch schon längere Zeit zu viel, also hat sich einfach so aufgetürmt. Ja, das kann Arbeit sein, ja, das ja, kann, wie gesagt, Energie durch Bindung, ne, auch zwischenmenschliche Bindung eben sein. Auf der anderen Seite, ne, heißen die 10 Stäbe auch oder bedeuten, dass du deine Energie bündeln solltest, ja. Also, um einfach wirklich konzentriert damit voranzukommen, ja, um es für dich nützlich zu machen, was du an Erfahrungen auch schon gesammelt hast, sammeln musstest vielleicht, ja. Ja, und ja, jetzt loszulegen, ne? Einfach in ein neues Kapitel hineinzustarten. Ja, denn mit der Zehnerzahl geht hier auf alle Fälle eben etwas zu Ende, ne? Ein Abschnitt, ein Kapitel, ja, und steht schon Neuanfang eigentlich in Aussicht, ne? Das Ast der Stäbe, ja, ist dann Pendant dazu. Und ja, mehr als 10 Stäbe geht dann hier an der Stelle nicht. Ja, natürlich kommen dann noch die Hofkarten, aber ja, von den numerischen Karten der Stäbe, ne, ist hier wirklich das Höchstmaß erreicht. Also insofern ist es einfach ein Stück weit tröstlich, ne? Also mehr kommt dann einfach auch nicht. Dann ist der Leidensdruck einfach zu groß, ja. Zum einen dahingehend, ne, dass du einfach auch nicht mehr Ballast auf dich nehmen magst, ja, wie der Gedanke hier auch anzeigt.
Und positiv gesehen, ne, hast du genügend Erfahrungen, Energie gesammelt und jetzt gebündelt, so dass es wirklich losgehen kann, eine bestimmte Sache. Schauen wir noch mit dem Chakra Vishuddhi-Tarot. Gib deine Energie hinein. Ja, und da dreht sich auch schon eine um, eine sehr bezeichnende. Die nehmen wir auch gleich mit heraus. Der Teufel. Die negativen Bindungen sozusagen. Sehr bezeichnend. Ja, negative Bindungen in verschiedenster Hinsicht kann das ja anzeigen, ne? Ja, das können zwischenmenschliche Beziehungen sein, die ja eben einfach nicht frei sein lassen, ja. Das können eben auch alte Prägungen sein, Glaubenssätze über sich selbst, die man sich selbst einredet oder das, was man immer wieder auch gesagt bekommt, ne, irgendwann glaubt man es ja dann tatsächlich auch, vielleicht, ne, der eine mehr, der andere weniger. Ja, dass man, was weiß ich, nicht schön genug ist, nicht dünn genug, nicht fleißig genug, nicht schnell genug, was auch immer, ja, nicht kreativ genug, ja, nicht attraktiv genug. Mit der orangen Farbe haben wir hier eben das Sakralchakra angezeigt. Ne? Schau einfach, ne, wo deine eigene Leidenschaft eigentlich hin will. Ne? Was dein Kelch ausmacht, deinen Kelch der Liebe, ja, begegne dir da wirklich in Selbstliebe und tut dir selber auch etwas Gutes, indem du dich von allem, was ungesund ist und unmäßig ist, da auch befreist, ja. Denn das Pendant zum Teufel sind ja dann die Liebenden, ja. Also die 15 zusammengenommen ergibt die 6, die Liebenden, ja, wo ein freies Gehen und Leben miteinander möglich ist, ja. Die Herzensentscheidung zueinander oder eben zu einer bestimmten Sache, die einen ganz in, ja, zur Geltung bringt und ins Fließen kommen lässt, die einen ganz zu eigen ist und gut liegt, ja. Beim Teufel ist es eben nicht so. Aber die Teufelskarte, die ist auch so ein bisschen die Würze in allem und hat durchaus eine positive Seite auch. Ne? Sie weist sich nämlich darauf hin, dass da eben irgendetwas auch in dir schlummert, was du dir noch nicht angeschaut hast. Ja? Hinsichtlich der Befreiung kann das eben heißen. Und auch der 10 Stäbe, ja, wenn du deine eigene Energie bündeln würdest, wenn du sie für dich nutzen würdest, ja, dann könntest du damit einfach sehr befreit gehen und ja, dich entfalten, ja, ganz frei entfalten mit was auch immer, ne, mit einer bestimmten Gabe, einem bestimmten Talent, ja, in der Liebe, ne, in Beziehungen, ja. Natürlich ist Rücksicht nehmen aufeinander wichtig und gut, aber ja, sich dabei nicht selbst eben unterdrücken, in den Schatten abdrängen, ja, sich vernachlässigen und das, was einen eigentlich an ja, Schätzen auch mitgegeben ist, ne, die dürfen hier ja freigelegt werden, die dürfen erkannt werden, ja, befördert werden. In ihre Freiheit kommen. Ja, hier haben wir noch die Prinzessin der Kelche, also den Bue der Kelche und die 3 der Kelche. Wage einen Neubeginn, ja? Einen Neubeginn in Freiheit. Lass das, was dich bindet, hinter dir. Vielleicht ist es auch ein Stück weit Urlaubszeit, das kann auch möglich sein, ja, dass du hier einfach wieder mehr dazu kommst, auf dich selber auch zu achten, dir selber etwas Gutes zu tun, liebevoll zu begegnen. Ne? I love and care for myself first. Ne? Ja, und beim Page der Kelche ist es ja auch so, dass da eben etwas in Freiheit möchte, in sein Element. Ne? Bei den klassischen Darstellungen ist es ja immer so, dass ein Fischlein im Kelch des Page
zu sehen ist, ja, und hinter dem Page das offene, weite Meer, zu dem hin das Fischlein eigentlich gerne springen möchte. Ja, na, vielleicht hältst du dich da in irgendeiner Weise selber gefangen, eben mit, ja, mit Gaben, mit Fähigkeiten auch, ne? Aber auch mit deiner Liebe, deiner Liebesfähigkeit, ja, lässt sie vielleicht auch zu sehr in einen winzig kleinen Kelch, ja, drängen, dadurch, dass der andere, das Gegenüber, ja, einfach diese unmäßig starke Bindung von dir verlangt, ne? Und ja, du da ein Stück weit vielleicht auch erst einmal drauf eingegangen bist, ja. Ja. Ja, schau dir diesen Kelch der Liebe, den dir jemand reicht, schon auch genau an, ne? Was dran ist, ob der einengt, ne? Ob dem so ganz zu trauen ist oder eben auch nicht, ne? Sicherlich, es ist ein freundliches, liebevolles Angebot, aber vielleicht eben auch ungesund, ja? Ja, komm du in deine Herzenskraft, ja? Hier haben wir das Herzchakra eben wieder mit angezeigt, ja? Ne? Befreie deine Herzenskraft. Komm zum Ablühen, ja? Achte da auf dich selbst, ja, und damit kommst du auch, ja, hier wieder in Leichtigkeit, ne, in Geselligkeit, in Fröhlichkeit. Ja, vielleicht spielt auch eine Dreierkonstellation hier eben nochmal eine Rolle. Vielleicht ist das ein Liebesangebot von einem Menschen, der eigentlich schon gebunden ist. Ne? Und es stellt sich hier heraus, ne? Dass du die Affäre bist oder eben auch eine andere Person die Affäre ist. Du schon eben in einer Beziehung mit einem Menschen lebst, ja, dem das unbedingt nötig ist, noch einen anderen Partner, eine andere Partnerin zu haben. Ja. Ja, schau genau hin. Ne? Ja, und wenn es für dich hier in Richtung Befreiung geht, eben tatsächlich, ja, dann ist hier einfach auch so ein Stück weit Grund zum Feiern und zum Dankesagen. Ja? Eigentlich die drei der Kelche sind ja die Erntedankkarte, dass da eben ja, etwas wunderbar so in den Fluss gekommen ist, ja, mit Dank angenommen wird. Ne? Alle guten Dinge sind drei und sie bieten eine Chance auf Weiterentwicklung, ja. Ja, weil du ja einfach mit diesem Dankbarkeitsgefühl in deine Mitte kommst, ne? Hier haben wir das Solarplexus-Chakra angezeigt, eben, was hier so auch mit drinne steckt bei der Stabenergie. Ja, da kommst du wieder ganz in deine Mitte, ne? Löst dich einfach, ne? Ja, eben vielleicht ist es auch Urlaubszeit, das kann sein, ne, dass du dich einfach aus einem Unmaß an Arbeit, ja, auch löst, ne, das sehr an deine Kräfte ging, ja, dich schon ausgelaugt, ausgebrannt hat. Ne. Ja. Ja, und du dankbar einfach auch für ja, die Befreiung einfach auch bist, ne, für die Erholung, für die Möglichkeit, dir selber einfach auch wieder wohl zu tun, dich aufzubauen, ja. Schauen wir weiter, was hat die zweite Dekade? Den König der Kelche. Interessant. Mit dem Angel Aura Quarz, ja. Angel Aura, ja, auch ein wundervoller Stein, gibt es in ganz verschiedenen Farben und glänzt und funkelt wunderbar, ja. Ja, aktiviert eben sehr stark auch die Verbindung, ne, zur göttlichen geistigen Welt, öffnet
Ja, da eben auch Herz und Kehle und ja, durchaus einfach auch das Kronenchakra. I know that the right person waits until I'm ready. Ich weiß, dass die richtige Person wartet, bis ich bereit bin. Vielleicht hast du es hier intensiv mit einem König der Kelche zu tun. Ja, das kann auch zusammenhängen mit bestimmten Sternzeichen, Fisch, Krebs, Skorpion. Ja, oder du hast selber da noch Prägungen davon, von diesen Sternzeichen. Ja. Möglicherweise, ne, gibt es da einfach auch Notwendigkeit, sich zu befreien, ja, zu befreien von Druck, von Erwartungsdruck. Oder ne, umgedreht oder anders gewendet, ne, dass du hier einem Menschen begegnest, der einfach warten kann, bis du bereit bist, ja. Wo sich Verbundenheit einfach so nach und nach auch entspinnen kann, ja, vielleicht durch ne, vorsichtige, liebevolle Kommunikation und ja, bis die Zeit dann reif ist, um ja intensiver auch aufeinander zuzugehen und miteinander den Weg zu teilen, ja. Möglicherweise trifft es auf dich selber auch so zu, dass du so stark einfach in deiner Liebe gereift bist, ja, dass du zum einen deinen Kelch nicht jedem hinterher trägst, nicht jedem und jeder, sondern selber einfach auch bestimmte Erwartungen an Liebe hast, ne, an Miteinander. Ja, dass da einfach auch ein Fluss miteinander da ist, eine Einigkeit, ne, eine Wertschätzung, ein, ja, ein Warten auch aufeinander, ne, kein Drängen, kein Erzwingen. Möglicherweise hast du das sehr oft auch erlebt oder hast es erlebt zumindest, ja, schon im Leben und ja, weißt einfach, dass du das nicht mehr möchtest. Ne? Der König, egal in welchem Element jetzt ist, der Abschluss des gesamten Elementezyklus dann, der ist in größte Reife gekommen und geht ganz bewusst auch ne, mit seinem Element um, eben mit dem Kelch, ja, mit dem Wasser, mit den Gefühlen, mit den Empfindungen, auch mit der Spiritualität. Das kann ja auch, ja, bedeuten, dass du hier in ganz große, starke spirituelle Energie kommst, ja, wie wir auch mit dem Angel Aura Quarz ja angezeigt haben. Und sich für dich dahingehend sehr optimistische, positive Neuanfänge abzeichnen, ja. Schauen wir noch mit dem Chakra-Wisdom-Tarot. Diese Karten werden in der fortsetzenden Legung dann vor allem eine Rolle spielen. Ja, der Link, der ist wie immer in der Infobox. Wenn ihr da noch genauer mit hineinschauen mögt, dann nehmt das gerne in Anspruch. Entschuldigung, jetzt habe ich doch schon ein bisschen geredet. Ja, hier haben wir die zwei der Kelche. Ja, die Beziehung auf Augenhöhe. Und da, ja, gibt es eine Begegnung, ja, wo jeder von beiden dem anderen so viel Respekt und ja, Freiheit und Liebe, ne, grundsätzlich halt Liebe entgegenbringt, sich dann dem anderen zuzuwenden, wann es so weit ist, ja. Das ist Beziehung dann auf Augenhöhe. Da gibt es kein Drängen, da gibt es kein, ja, Drücken, Erwarten, Ziehen, Zerren, ja, sondern da gibt es einen Fluss miteinander, ne, eine Einigkeit, eine starke Verbundenheit. Möglicherweise, ne, triffst du oder bist du zumindest auch in einem
Ja, vielleicht Arbeitsverhältnis oder zumindest triffst du auf eine Tätigkeit, eine Sache, eine Gabe, die dir ganz entspricht. Ja, vielleicht ist es die Spiritualität im engeren Sinne, ja, aber vielleicht auch im weiteren Sinne, ja, dass du wirklich wunderbar im Fluss bist mit dem, was du tust, was du magst, ja. Ja, weil dich dann niemand drängt, da deine Fähigkeiten ganz einbringen kannst. Das muss nicht nur im Beruflichen sein, das kann ja auch eben etwas Ausgleichendes für dich sein, ja. Ja, etwas Befreiendes, was du ja dann für dich auch erlebst, ne? Oder hier zumindest in Berührung damit kommst, ins Kennenlernen, ja. Aber es scheint sehr in Richtung Liebe hier zu gehen, ja. Gerade mit den zwei der Kelche, ne? Die Beziehung auf Augenhöhe, das ist schon intensiv in diese Richtung. Hier haben wir noch den Stern und die drei der Stäbe. Bei dir steht auch eine Dreierkarte zum Schluss. Der Stern spricht von Heilung, von ja auch von Wunscherfüllung, ne? Ist eine große Arkana, ja, die ganz viel Kraft hat. Wo die göttliche geistige Welt einfach auch sehr stark im Hintergrund steht und ja, da einfach auch unterstützt und leitet, segnet, schützt. Ja. Der Stern spricht eben nicht nur von Wunscherfüllung, sondern ne, hinsichtlich vielleicht eben einer bestimmten Liebe, auf die du hier triffst, die sich hier entwickelt. Oder ja, eines bestimmten Arbeitsverhältnisses, sondern dass du hier wirklich einfach auch wunderbar mit dir selbst in Heilung kommst, mit deinem Lebensweg, ja. Ja, damit, wo es für dich hingehen soll, ne? Denn, ne, der Stern, der Leitstern sozusagen in deinem Leben, der ist eben ganz speziell für dich, ne? In jeglicher Thematik dann. Aber eben vor allem auch in der Liebe, ja. Hier haben wir sie eben auch mit abgebildet. Ja, und wenn du dich eben dahin auf dem Weg machst, ja, kommst du selber eben in starkes Erblühen, in Herzenskraft, manchmal dann eben auch in Heilung. Gerade dann, ne, wenn, ja, wenn du bisher andere Wege gegangen bist, ne, die dir eben nicht entsprochen haben, die dir nicht wohlgetan haben. Ja. Wo du so ein Stück weit eben Eingrenzung auch erlebt hast, immer wieder auch harte Auseinandersetzungen vielleicht, ja, Drängelei, Geringschätzung, ja, gerade eben vielleicht auch auf Arbeit, ne? Ja, da achte gut auch auf dich selbst, ja. Schau einfach auch bewusst auf das, was dir entspricht, ne? Was dir halt auch wohltut, was dich in den Fluss bringt, was dich so sein lässt, wie du bist, ne? Auf den klassischen Darstellungen haben wir immer die nackte Frau, ja, eben die zeigt sich unverblümt, ne? Unmaskiert, unbekleidet, ja. Da darf ein Mensch sozusagen sein, wie er ist, ja, muss sich nicht verstecken, muss sich nicht klein machen, ne? Muss nicht parieren, ja. Ja, und dann gibt es natürlich gute Aussichten, ja, voranzukommen, ne? Dass sich ja, hier etwas für dich wirklich ja, zum Positiven entwickelt, einfach wieder mehr Energie auch einkehrt und du wundervoll in deine Mitte kommst, ja, auch in deine Handlungskraft aus deiner Mitte heraus, ja. Wenn es jetzt eben die Liebe betrifft, ne, dass du hier auf einen Gegenüber triffst, der dir so ganz entspricht, ja, dann zeichnet sich hier ab, ne, dass das ein, ja, ein Weg miteinander ist, ne, von, ja, einfach auch von Dauer, ne. Ne, denn eben eine große Arkana umfasst viele Bereiche, einen langen Zeitraum, ja, den Lebensweg eben, ne. Die Lebensentwicklung,
Ja, und da darfst du natürlich mit Freude Ausschau halten, was sich dann noch so alles zeigt an Entwicklungen, ne? Ein wenig Geduld ist noch angesagt, ne? Natürlich. Alles braucht seine Zeit, um sich zu entwickeln, um sich dann zu zeigen. Ja. Ja, aber hier haben wir eben auch ganz stark diese Neuanfangsenergie, eine sehr schön optimistische Energie. Ja. Und in der dritten Dekade, da haben wir die Neun der Stäbe, na sowas. Der König der Kelche gerahmt von den Stäben. Ja, Neun der Ke Stäbe, ja, mit eben auch wieder dem Granat hier und dem Leitgedanken, I'm strong for as long as I need to be strong. Ich bin stark, solange, ja, wie es für mich nötig ist, stark zu sein. Ja, deswegen ist eben nicht von ungefähr die Karte der neuen Stäbe verbunden, auch mit dem Gedanke der oder der Deutung des Burnout. Ja, da ist eben eine Fülle, die Fülle an auch an Belastung erreicht. Ja, hier geht sie mit den 10 Stäben ja komplett zu Ende. Ne? Da gibt es nicht mehr drüber. Hier, ja, ne, ist die Gefahr einfach von Überlastung, ne, dass eben etwas komplett zu viel wird. Ja. Aber 9. Stäbe heißt eben auch, ne, du hast eine Menge Erfahrung in bestimmter Hinsicht gesammelt, ja, vielleicht mit einem Menschen oder mit einer bestimmten Arbeitsstelle, aber es hat dich nicht in die Knie gezwungen, ja, oder nicht nur in die Knie gezwungen, sondern es lässt dich genauso auch noch stehen und aufrecht gehen, weiter voranschreiten, ja. Du hast Erfahrungen, lernst aus ihnen, ja. Lernst, also trägst die Energie einfach mit dir, die dich auch bereichert, prägt, formt. Ja. Ja. Ja, bei dir ist vielleicht hier stark auch die Richtung, ne, des Verbranntwerdens angezeigt. Ne? Also Energieverbrennens, sehr viel Energie hineingeben in, ja, Arbeit vielleicht, Arbeitsstelle. Ja, schaut da gut auf dich, ne? Na, denn eigentlich ist mit den 9 Stäben eben auch verbunden, dass du ja auch eben einen Punkt dann tatsächlich kommen kannst, wo du eben nicht mehr stark bist, ne? Jedenfalls für andere. Ja. Solange wie du es brauchst, ne, reicht deine Stärke, deine Energie. Aber es kann sein, dass damit eine bestimmte Aufgabe eben auch noch nicht erfüllt ist. Ja, aber dann, ja, dann war das einfach zu viel. Ne? Dann ist da ein Limit erreicht und darfst du ja einfach auch gut auf dich selbst achten und Grenzen ziehen. Ne? 9 Stäbe ist auch die Karte des Grenzenziehens, des sich Abgrenzens, ja, von Überforderungen, ja, von anderen Meinungen, von anderen Energien, ja. Ja, schauen wir noch mal genauer. Was zeigt sich für dich hier? Aus dem Chakra Wisdom Tarot. Diese Karten werden dann auch in der fortsetzenden Legung eine Rolle spielen. Ja, der Link zur Fortsetzung ist in der Infobox. Nehme ihn gerne in Anspruch. Da schauen wir dann nochmal genauer hinein. Ja, zum Schluss schauen wir für alle an die Unterseite des Kartendecks. Die Liebenden. Was haben wir noch? Ich muss jetzt erstmal weiterschauen. Hier haben wir nochmal die Sonne und das Ast der Stäbe. Ja,
Hier haben wir die Liebenden jetzt, ja. Vielleicht kommst du eben an den Punkt, ne, wo du Unmäßigkeit wirklich beendest. Ja, auch die Unmäßigkeit an Anforderungen. Eben den Befreiungsschlag hier sehr bewusst wählst auch. Ne? Denn ne, die Liebenden sind eigentlich sehr intensiv mit dem Stichwort Entscheidung verbunden, Herzensentscheidung. Ja. Bewusst den Weg der Befreiung auch wählst und damit ja in deine Energie wieder hineinkommst, in eine ganz starke Energie. Wir haben hier die Sonne wieder, eine intensive Bestätigung, ja, und ja, da einfach auch Neuanfang möglich wird, ne? Wieder neues Aufleben, Erblühen, ne? Ja, die Sonne sagt einfach auch, ne, du zeigst dich da einfach auch so, wie du bist. Ja, eben bei den klassischen Darstellungen haben wir das nackte Kind auf dem Pferd, ne? Und Nacktheit ist immer ein Hinweis auf das, dass man sich eben unverblümt, unverstellt, ne, zeigt. Ja, die Maske einfach auch abnimmt, ne? Ehrlich, offen und ehrlich auftritt, ans Licht tritt. Ja, mit der eigenen Entscheidung, ja, mit den eigenen Bedürfnissen, ja, auch, ja, mit dem, was einem gefehlt hat, ja, eben die Freiheit, die Entfaltungsfreiheit, die Lebendigkeit, ne? Ja, hier gehst du ganz dem nach, was dir entspricht. Ne? Das kann in der Liebe sein, in einer Liebesbeziehung. Darauf deuten die Liebenden schon auch sehr stark hin. Ne? Aber das kann auch etwas anderes sein, was dir eben vorher, wo es für dich vorher sehr viel Bedrängnis und Einengung gab. Ne? Du legst hier los. Ne? Lässt deine Energien fließen, bringst deine Energien ein in das, was du tust, ne? Vielleicht eben gerade in Arbeit. Ja, vielleicht entscheidest du dich auch für eine bestimmte Stelle, ne? Aus vollstem Herzen, ja, weil sie dir einfach entspricht, ne? Weil du ja einfach auch merkst, das geht ja nicht über die Kräfte, ne? Möglicherweise hast du hier auch Energie, Urlaub, ne, und sammelst hier wieder neue Energie, ja, baust sie auf, kommst wieder neu zu Lebendigkeit, ja, und kannst dann natürlich einfach hier wundervoll neu starten, entweder, ne, in alten Zusammenhängen, also auf einer schon vorhandenen Arbeitsstelle, oder ja, dann einfach auch bewusst, ne, mit Neustart in einer neuen Umgebung, neuen Arbeitsverhältnissen, ja, vielleicht neuen Ideen, Inspirationen. Ja, schauen wir dann noch, was sich hier weiter zeigt und klären lässt. In welche Richtung es hier vielleicht konkreter wird noch. Ja, schauen wir noch an die Unterseite des Kartendecks. Was zeigt sich da noch für euch alle? Der Tod. Noch eine große Arkana. Also, ihr habt sehr viel starke Energie, Steinböcke. Ja, und der spricht, ja, von Befreiung, von Verwandlung, von Neustart auch, ne? Neue Lebensqualität, überhaupt Lebendigkeit wieder. Ne? Dass da in etwas in eine lebenswürdigere, überhaupt lebensfähigere Zusammenhänge kommt. Ne? Das Alte, was einfach nicht mehr lebenstauglich war, sozusagen, bleibt zurück. Ne? Es, ja, es erstirbt. Ne?
Vielleicht eine Beziehung bleibt zurück. Oder ne, wenn in der Beziehung etwas miteinander wirklich auch geklärt werden kann, dann ja, kann dahingehend einfach auch neu und lebenswürdiger gestartet werden. Darfst du da ja mit Optimismus einfach auch mit rangehen, ja? Oder ihr miteinander, ne? Ja, vielleicht zeigt sich eben tatsächlich auch ein neuer Mensch, ne, der mit dem neu, einfach ja Zusammenleben möglich ist, ne. Das Leben miteinander Perspektive hat, ja, lebenswürdig ist. Ja, vielleicht sind es Arbeitszusammenhänge, aber eben auch, ja, dass du hier auch, ne, vielleicht ein Arbeitsverhältnis hinter dir lässt oder eben eigene Verhaltensweisen. Ja? Möglicherweise sind das auch Süchte, ja, ne? Gerade beim Teufel, Abhängigkeiten, ne? Suchtabhängigkeiten. Ja, hier bei den Liebenden ist eben auch so ein Stück weit der Hinweis darauf gegeben, ne, dass ja, hier vielleicht auch Abhängigkeit, ne, unzuträgliche Gewohnheiten da hinter sich gelassen werden, ne, weil sie einfach an der Energie zehren und am Leben, an der Lebendigkeit. Ja. Es ist wunderbar, Verwandlung angezeigt und neue Lebendigkeit. Ja, das ist schon mal toll. Da wünsche ich euch einen sehr gesegneten Weg damit. Falls wir uns jetzt nicht in der fortsetzenden Legung wiederhören und sehen, ja, ansonsten bis gleich, den anderen bis bald und alles Gute. Eure Tara von Tarot Rainbow.